Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Chefküche Homemade. Eierschammerl haben jetzt gerade Saison und ich zeige euch ein echt super tolles Rezept, wie man Eierschammerl-Gulasch selber macht. Viel Spaß! Für unser Eierschammerl-Gulasch benötigen wir frisch geputzte Eierschammerl, gehackte Zwiebeln, frisch gehackte Petersilie, Lorbeerblätter, Paprikapulver und Tomatenmark sowie etwas Olivenöl und Wasser. Und wir fangen jetzt an, die Eierschammerl zu zerreißen. Nachdem wir unsere Eierschammerl jetzt zerrissen haben, schlitzen wir jetzt unsere Zwiebel in einem Topf Goldkorn an, tomatisieren und paprizieren das Ganze und gießen hinterher mit Wasser auf. Jetzt tomatisieren wir und paprizieren das Ganze. Wir müssen natürlich aber auch aufpassen, das Paprikapulver dürfen wir nicht zu lange anschwitzen, weil sonst entfalten sich die Bitterstoffe und dann schmeckt unser Gulasch bitter. Jetzt löschen wir ab. Geben die Lorbeerblätter dazu und lassen das circa für 15 Minuten kochen. Während unser Gulaschansatz kocht, schwitzen wir jetzt nebenbei unsere Eierschammerl scharf in eine Kasserole. Wir werden jetzt unsere Pilze in den Sieb geben, damit sie das Wasser noch ausladen können. Jetzt salzen wir und pfeffern unseren Gulaschansatz. Jetzt binden wir das Ganze mit etwas Benzin ab. Nachdem wir jetzt unseren Gulaschansatz gebunden haben, geben wir jetzt unsere ansortierten Eierschammerl dazu und schmecken das Ganze hinterher nochmal an. Zum Abschluss zerfeinern wir unser Gulasch mit Petersilie. Als Beilage empfehle ich euch selbstgemachte Semmelknödel, die ich jetzt auch noch machen werde.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und viel Spaß bis zum nächsten Mal.